Ja, einen Moment und ich guck mich erstmal um. Hi. Was für ein Hammer. Kleingeld, wir waren da teuer einkaufen, wir brauchen das Geld. Wir sind jung, wir brauchen das Geld. Oh. Da ist auch schon mit Minuten vorbei. Wow. Wir gehen nach unten. Wo kommen wir denn da hin? Grinsewald. Okay, wir gehen auch nicht da unten hin. Da ist es nämlich der richtige Weg. Aber nicht nötig. Also, wir mussten uns eben kurz besprechen. Da ihr uns gerettet habt, bringen wir euch zum Dank zwei Hammeraktionen bei Yes. Diese Hammeraktionen werden seit jeher in unserem Chateau von einer Generation zur nächsten überliefert. Wenn ihr sie beherrscht, werden sie euch im Wald wahrscheinlich von großem Nutzen sein. Wollt ihr neue Hammeraktionen lernen? Ja! Nun, Grüner, zeig mir deinen Hammer. Verstehe, mit diesem Hammer drücke zunächst, um den Hammer auszuwählen. Ja. Hammer! Aktion mit... Yes, jetzt kommt das endlich, jetzt können wir nicht bodengleich sammeln. Ja! Diese Hammeraktion stammt aus einer geheimen Überlieferung. Schwing den Hammer hoch und verinnerliche die Kraft des Waldes, dann schlage geschmeidig zu. Durch diese Prozedur wird man zum Zwerg und passt durch jedes Mauseloch. In dieser Größe erlebt man so manches kleine Abenteuer. Ein zweiter Hammerschlag macht das Schrumpfen rückgängig. Probier's mal aus. Oho! Schon beim ersten Mal beherrscht er die Waldenergie und den geschmeidigen Schlag. Nun gut, und jetzt die Rückverwandlung. Exzellent! Du bist ein Naturtalent! Immer die Kontenance bewahren. Gut, und jetzt zeig du mir deinen Hammer, mein roter Freund. Tauscht mit die Position. Drücke zunächst, um den Hammer auszuwählen. Okay. Aktion mit... Dies ist die eigentliche Hammeraktion. Nutze die Energie der Erde und schlage flink mit wie der Wind. Wird man von diesem Hammer getroffen, so sinkt man bis zum Haupt in die Erde ein. Natürlich kann man sich wie gewohnt mit Hilfe des Steuerkreuzes bewegen. Was ist ein Steuerkreuz? So kannst du Zäune unterwandern. Die Maulwurfsperspektive erlaubt vielerlei Abenteuer mit Tiefgang. Drücke einfach, um wieder aufzutauchen. Wie ein Zombie. Probier es mal. Ja, das ist die Energie der Erde. Der Schlag so flink wie der Wind. Perfekt, perfekt. Und nun drücke, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Fantabulös! Nun kommen wir zur Praxis, zum Einsatz der Hammeraktion. Verwende die gelernten Aktionen, um aus den Zimmern rechts zwei Kelche zu holen. Diese beiden Kristallgläser stellen kostbare Schätze dar. Es sind die Wunder von Bonia. Ihr Glanz passt zu euch beiden, da ihr die Hammeraktion so brillant beherrscht. Wohlan, werte Herren, findet die zwei Kelche. Hey, let's go. Okay, ducky. Wir gehen erstmal oben rum. Ja, ihr Grinsebohne, ich freue mich. Endlich können wir diese scheiß Bohnen aus dem Boden ruppen. Da war ich schon die ganze Zeit drauf. Bam, jetzt können wir endlich die Mario Luigi Bruder Aktion hier richtig durchsetzen, ey. Darauf habe ich ewig gewartet. Du erhältst den grünen Kelch. Sein Funkeln blendet dich. Mama mia. Du erhältst den roten Kelch. Sein Glanz blendet dich. Mäusezimmer, bitte nicht den Kopf am niedrigen Eingang stoßen. Okay. Eisenplatte, hochqualitativer Werkstoff verwendet. Absolut maulwurfsicher. Ich verstehe schon.
Maulwurfszimmer. Achtung, bei Kriechgängen unter dem Zaun Verschmutzungsgefahr. Keine Haftung für Reinigungskosten. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Natürlich brauche ich dafür den Supersprung. Hi, Hammer, nochmal. Oh, der rote Kelch und der grüne Kelch. Ihr habt die beiden Kelche gefunden. Fabulös. Da ihr die Hammeraktion jetzt perfekt beherrscht, können wir euch nichts dabei bringen. Wohlan, ihr werten Herren, betretet den Wald und findet die legendäre Kufextrem. Oh, yes. Jetzt, ich mach Speichern. Und dann, ich mach Aufnahmepause, denn... Ja. Ich mach Aufnahmepause, dann renne ich das jetzt mal durch. Es war gerade mal knapp über eine Stunde, aber hey, was soll's, ne? Würde ich mal sagen, verabschiede ich mich. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es macht immer noch Spaß. Das Let's Play. Mir macht's Spaß. Das Spiel ist geil. Und so. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ach, wie Deutsche Macaronis, meine kleinen Bonis. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einer neuen Aufnahmesession von Mario und Luigi. Superstar Saga. So, genug rumgespackt. Wir gehen jetzt in den Grinsewald. Der Grinsewald. Ich freue mich. Es ist schon wieder ein bisschen her. Ein klitzekleines bisschen, dass ich das letzte Mal gespielt und aufgenommen habe. Ich glaube, ich, wenn ich mir mal so die letzten Folgen, die ich gerade habe, ich nehme das Let's Play ja im Voraus auf, ist es fast 5 Monate her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich habe das Spiel immer wieder vergessen. Ich habe vor 5 Monaten fast das letzte Mal aufgenommen und ich werde wahrscheinlich wieder einmal die ersten Aktionskommandos hier im Kampf voll in den Sand hauen, total versemmeln, total versagen. Und ja, das fängt schon super an. Ich habe schon vergessen, wie man sich am besten anschleichen sollte. Okay, so, Pieksnuss. Ich kann Pieksnuss. Ja, man merkt, ich bin Pro. Ich bin Pro-Gamer. Jo, auf jeden Fall. Volles Rohr. Boah, ich bin gut. Flum! Guck mal, Beanie. Boah. Oh, das ist die Hölle. Ja. Fett! Voll eins reingezwiebelt. Und zu spät gedrückt. Alles klar. Es läuft doch wie geschmiert, möchte ich nur mal anmerken. Bitte? Ah, ich habe doch den Hammer ausgewählt. Alles klar. So, erstmal wieder das reindrücken, rüberziehen und erledigt. Und erledigt. Luigi rockt einfach alles. Aha, die haben eine Aha-Diabe bekommen. Aha. Hi! Hammer! Ja! Ich mag es. Ah, ich liebe dieses Spiel. Was zum... Ich war ein paar Pixel zu weit unten, aber egal. Wir schaffen es trotzdem. Ich habe es mir fest vorgenommen. Wir schaffen es! Na, wo willst du hin? Alles klar. Alles klar. Immer wollen sie auf Mario. Warum nimmt mich niemand ernst? Ich bin auch Luigi. Ich bin auch einer der Stars hier. Oh yeah. Siehst du? Luigi klärt die ganzen Bosse. Die ganzen Gegner hier. Respektiert meinen Bruder. Das war nämlich toll. Das wäre nämlich toll. Yeah, toll. Wow. Kein Item, aber egal. Wir haben Erfahrungspopel gekriegt. Das reicht mir schon. Auf dieser Karte könnt ihr erkennen, wo ihr seid und wo sich die Speicherblöcke befinden. Seht sie euch an, wenn ihr euch im Verlies verlaufen habt. Jo, hier haben wir das ganze Zeug. Hier haben wir auch eine Röhre, mit der wir immer in den Grinsewald können. Hier sind überall Speicherblöcke. Da oben bei dem Symbol ist ein Boss, vermute ich einfach mal so ganz klammheimlich. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt nach oben die Röhre, die Warp-Röhre, begutachten. Jawoll! Okidoki! Ja, Mann, sie sind behindert! Ich meine, natürlich paralysiert. Paradingst. Sie waren es. Aua, mein Fuß! Na, komm. Ah, zu früh. Ich muss bemerken, dass die erst kurz warten, bevor sie was machen. Flup! Schade, dass sie keinen Damage gefressen haben, als wir denen eins reingedrückt haben. Haben wir eigentlich auch Angriffs-Items in diesem Spiel? Ich glaube nicht, ne?
Ob das irgendwann auch mal aufhört? Ja, wenn ich was drücke. Nehme ich den hier. Okay. Wir haben nur Platschbrüder, Hackebrüder. Maulwurfangriff. Ja. Eigentlich gut, um mal wieder zu gucken, wie das Ganze läuft, ne? Boah, was habe ich denn immer gespielt? Auf 1, 2, 3? Ich glaube, 3 war komplett ohne Hilfe, ne? Boah, ich muss noch mal gucken, wie die ganzen Dinger hier funktionieren. Ich habe keine Ahnung. Ah, das war neu. Das habe ich noch gar nicht eingesetzt. Das... das haben wir noch gar nicht eingesetzt, deswegen. Das war, glaube ich, BAB, ne? Den Goldbienen, den will ich kaputt schlagen, dann kriegen wir, glaube ich, extra viele Punkte. Toll! Hat super geklappt! Scheiße! Mann, Goldbini! Der gibt voll viele Punkte! Und jetzt ist er weg! Weil ich zu doof bin, weil ich zu lange nicht mehr gespielt habe. Das ist doof, das ist gemein. Voll gemein. Blöd, Mann. Stirb. Hol einen Bock. Waha! Sauber. Schon Level 12. Wow, läuft. Bitte keine 1, bitte keine 1, bitte keine 1. Joi! Wahoo! Joho! Geil, Mann. Okay. Wehe, bitte, bitte. Ja, das ist okay. Das ist okay, damit kann ich leben. Ja, damit kann ich leben. Wow. Ja, ich bin ein bisschen traurig, weil wir den Goldbini verloren haben. So eine Scheiße. Boah, hat ja voll viel gebracht. War A, B, A? Ich habe keine Ahnung. Machen wir nochmal den Hackepeter. Oh, und ich sollte aufpassen, wie ich das time. Mein Fehler. Da kann ich nichts für. Ich habe Schlagbrüder. Ja, die müssen wir unbedingt mal üben. Ja, der da oben. Alles klar. B, B, A. Das muss ich mir merken. So, er ist down. Er ist Robert Downey Jr. Oh Mann. A, B, A. Was? Ich hab doch... Leck mich doch am Arsch. B, B, A. B, B, A. Das war schlecht, aber es hat geholfen. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh, warte mal. Mann, ey. Mama mia. Wow. Bohne. Nicht die Bohne. Ich habe vergessen, dass ich rüber wollte. Ich find's doof, dass wir, wenn wir so auf dem Totem sind, dass wir dann nicht, Dings können, uns bewegen können. In anderen Spielen kann man sich dann noch bewegen. Hier geht es leider nicht. Wir müssen stumpf auf der Stelle stehen bleiben. Das ist doof, das ist gemein. Wah! Zu spät realisiert. Okay. Okay. A, B, A. Was, willst du mich eigentlich verarschen? Mama mia. Na, wo willst du hin? Mama mia. BBA. Muss ich doch mal irgendwann mal hinkriegen. Ja. Ich bin zu langsam dafür. Ich bin zu langsam für diesen Scheiß. Oh, ist er gestolpert und ich hab's verkackt? Ernsthaft? Schweinerei! Hast du das gesehen, Mann? Hast du das gesehen, Mann? Ja, es läuft doch langsam. Ich will den kaputt machen. Ich bin zu langsam dafür. Der fliegt viel zu schnell.
Wäre echt zu lahmarschig für das. Ist ja grausig. Aber egal. Bats. Wollte ich gar nicht. Ach ja. Mit Select kommt man ja ins Menü. Ist das traurig, dass ich das vergessen habe. HP, Brüderpunkte. Ey, Braupunkte. Jo, alles klar, das kann so bleiben. Dann fresse ich mir noch schnell einen Pilz. Und einen Pilz. Und schon bin ich glücklich und zufrieden. Auf in die Rara. Rara. Yeah. Münzen. Wow, ein Pilz. Ich habe noch nicht genug. Und Sirup. Sirup. Okay. So, haben wir die Röhre aktiviert. Sehr schön. Keine Gegner, keine Gegner, keine Gegner. Schade, schade, schade. Wie war es nochmal? Okay, wir müssen erst links rum. Dann gehen wir nach oben. Okidoki. Let's go. Au, Mama Mia. Wow. Plop. Let's go. Wollen wir erstmal wieder resetten? Ich versuche, dass es nicht von selbst resettet. Ah, man muss immer... Ja, ist ja auch egal. Ist ja auch Wurst. Ja, warte mal. Ganz wichtig, einmal kurz hier speichern. Den tollen Fortschritt. Grinsewald. Chateau. Hätte eigentlich bis Grinsewald alles wegmachen können, aber Grinsewald stehen lassen können. Aber egal. Zwergenlöcher. Kann man verstehen, wie man will? Will ich einfach mal behaupten? Ja. Da gehen wir aber, wie gesagt, später hin. Wir wollten erst nach links. Da gibt es nämlich ein paar tolle Sachen. Habe ich gehört. Was machen sie dann? Frischfurz. Okay, da kommen wir noch nicht her. Hi. Da kann wer oder was auch immer kommen. Nichts wird mich umwerfen. Schätze ich jedenfalls. Okay, wir müssen doch erstmal den regulären Weg abklappern. Also den oberen Weg abklappern. Da dürfen wir tatsächlich noch nicht durch. Schweinerei. Dann eben Minifuzzi. Wow, Minifuzzi. Mario, soll ich dich groß machen? Mario? Nein, lass mich ruhig, ich bin klein. Bimini, Bimini Fuzzi. Yeah, 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 yeah. Was stimmt nicht mit mir? Hallo? Mario? Danke, es hat aber Spaß gemacht. Ich mach das, Mario. Was war denn immer so? Das sieht so geil aus. Das ist so. Einfach umgebracht. Sehr gut gemacht, Luigi. Fassspaß Teil 1. Eine kurze Ballade in zwei Sätzen nach In Vino Veritas. Ein leeres Fass steht einsam da, tauchst du direkt darunter auf, so nimmt das Fässchen seinen Lauf. Ja. Ah, ich hab euch auch lieb. Hammer, was? Aber kein Hammer. Das ist scheiße. Nein, ich war zu langsam. Okay, oder er war zu schnell. Kann natürlich auch sein. ABA. Nicht vergessen. Ja, Mann. Super. BBA. Nicht vergessen. Ja, es war zu früh. Da. Wow. Er hat mich getroffen. Das war, glaube ich, ABA, ne? Aber nicht bei dem. Wenn wir drauf springen, da piekst der uns, glaube ich. Deswegen wollen wir
ob ich jetzt... Okay. Deswegen wollen wir es nicht riskieren. War ich da? Alles klar, da haben wir schon das Gute ausgewählt. Oder das Günstige ausgewählt. So, erledigen. Yeah! Wir haben ihn getötet. Voll geil. Wow, Hammer! Ist ja der Hammer. Okay. Yeah, Kleingeld. Wir können nie genug Kleingeld haben. Okay, einen frischen Furz. Noch, warum nicht, ne? Wer es braucht, also wer einen frischen Furz braucht, sollte es immer einsammeln. Ich glaube, ich habe das Item früher schon nie benutzt, als ich noch klein war. 2013, als ich noch Dings war, als ich noch 13 war, was ich heute immer noch bin. Und ja, das sind so die Items, die werde ich niemals benutzen. Hallo? Schön, dass es irgendwann auch mal funktioniert. Hallo? Wie punktgenau soll man da hin? Schwaderei. Let's go! Let's go! Oder? Let's go! Wie es in Mario Kart 64 mal heißt bei Peachy! Let's go! Oder? Let's go! Let's go! Ziellinie. Keine Ahnung. Hier wieder wehgetan, Mario. Ganz, ganz böses Juju. Mario. Mario. Okay, wir machen einfach mal. Schick nochmal einen Angriff. Let's. Bam, bam. Bam, bam, badam. Bam, 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 badam, bam, bam, badam. Schick nochmal einen Angriff. Yay, stirb, Hund. Yay! Langsam kriege ich das Action. Das Action-Kommando. Das Action. Langsam wieder auf die Reihe. Hallo? Hallo? Was war das denn jetzt? Das war dein nicht vorhandenes Können, Donny. Ah, ich vergaß. Danke, dass ich mich selbst daran erinnert habe. Zack! Zackaboom! Und. Zeige mir dein hässliches inneres und äußeres Aussehen. Halt. Jetzt machen wir nochmal den Schlachbruder. Was ein Schlachbrau? Ich bin da zu langsam für. Oh, ich bin hingefallen. Ja, das bist du. Oh, ich bin auf den Kopf gefallen. Ja, das bist du. Yay, wieder eine Ahadia. Aha. Ja, 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 ja. Ja,